Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nun kommen wir mal zu den Inhalten der CDU-CSU-Anträge. Die haben wir allerdings schon mehrfach debattiert. Es gibt nicht wirklich neue Varianten, aber wir sind bemüht, da irgendwie drauf einzugehen. Mal einfach zu Anfang die Nerven bewahren. Natürlich müssen wir unseren Selbstversorgungsgrad erhöhen und unsere Nahrungsmittelversorgung sicherstellen. Und vor allem angesichts, aber nicht nur aufgrund der zurückliegenden und kommenden Krisen, ist das von besonderer Bedeutung. Und ja, wir sind bei Nahrungsmitteln teilweise komplett von anderen Ländern abhängig. Bei dem, was klimatisch zum Beispiel hier gar nicht wächst, exotische Früchte. Oder klassisch bei Obst, wobei auch der Grad der Versorgung aus dem Land hier höher wäre, wenn Produzenten nicht immer wieder dem Preiskampf unterliegen würden. Ich sage als Beispiel nur Äpfel oder Heidelbeeren. Da geht es denen ganz schlecht. Und daher ist Nahrungsmittelversorgung nicht nur eine politische Entscheidung über die gesetzlichen Regelungen und Fördermittel, sondern auch eine Entscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher und ganz besonders des Marktes und des Einzelhandels. Immerhin wird im Antrag noch ein hoher Selbstversorgungsgrad anerkannt. Und das hat auch entgegen Ihrem eigenen Text im Antrag mit Naturgesetzen zu tun. Ja, das ist nämlich die Klimaveränderung. Mangelszenarien zu entwerfen, weil der Erzeugungsgrad beim Schweinefleisch unter 100% gehen könnte, das ist aus der realen Welt gefallen und verkennt, dass sich die Ernährungsverhalten verändert hat, sich Landwirte umorientieren und in der EU importiert und auch aus Deutschland exportiert wird. Sich ausschließlich auf die Nahrungsmittelproduktion im Land zu verlassen, vergisst, dass sich die Ernährungsgewohnheiten und auch die Bandbreite der angebotenen und verkauften Lebensmittel völlig verändert hat. Daher haben wir eben für diese Bandbreite, zum Beispiel auch die EU und auch Freihandelsabkommen, wie zum Beispiel die neueren mit Kanada und mit Neuseeland, die sich an den Realitäten und heutigen Erfordernissen orientieren. Weltweite klimatische Auswirkungen, Kriege sowie andere Konflikte, Zocken auf dem Weltmarkt mit Nahrungsmitteln, das sind die Probleme mit der Nahrungsmittelversorgung in Krisengebieten. Und wir hatten hier in Deutschland und in der EU zu keiner Zeit der letzten Krisen, und die waren erheblich und mehrfach, keinerlei Versorgungsprobleme. Versorgungsmangel und sogar Ausfall gab es in den Krisengebieten, bedingt durch eskalierende Weltmarktpreise an Handelsbörsen, Ausfall an Finanzierungsmöglichkeiten der betroffenen Länder und verringerte Unterstützungszahlungen der Länder, denen es besser geht. Und da war leider die USA ganz weit vorne mit Nichtzahlung. Und um trotz Klima- und die Biodiversitätskrise unsere Landwirtschaft und die Ernährung für die Zukunft zu sichern, müssen wir unsere, aber auch alle anderen, die globale Land- und Forstwirtschaft und das gesamte Ernährungssystem nachhaltig transformieren. Und das muss nicht schlechter werden, nur anders. Und es kann sogar besser werden. Das passiert derzeit auch. Und nur als Stichworte möchte ich Agrarökologie, regenerative Landwirtschaft, neue Anbau- und Bearbeitungsmethoden zusammen mit Digitalisierung, autonome Systeme, Weiterentwicklung in der Tierhaltung, veränderte Anbauproduktpalette nennen. Und hier sollten wir ansetzen, und das passiert inzwischen auch schon. Neue genomische Techniken, Flächenstilllegung, was im Antrag steht, oder allgemein der Hinweis auf Auflagen. Ich habe schon gewartet, dass wir mal wieder das Wort Bürokratiemonster kommt. Das sind im gesamten Thema von dieser ganzen Bandbreite nur ein ganz kleiner Bereich. Und jetzt noch mal ein paar Details zum Antrag. Zu Punkt 2, die erwähnte SUR wurde vom EU-Parlament abgelehnt und ist erledigt. Punkt 3 ist erledigt, in der EU-Industrieemissionsrichtlinie wird Rinderhaltung nicht einbezogen. Punkt 4, der Umbau der Nutztierhaltung auf Grundlage Empfehlung der Borchert-Kommission findet bereits statt. Baurecht ist angepasst, Emission wird verhandelt. Es ist noch nicht fertig, aber es läuft. Punkt 7, die Landwirtschaft wird in der Wasserstrategie als wichtiger Bestandteil bereits berücksichtigt, aber eben auch zusammen mit Trinkwassersicherung, Wassermanagement, Deichsicherung, Moorwiedervernässung, Starkregenauswirkung, um nur einige zu nennen. Es wäre hilfreich gewesen, wenn sie den Antrag mal auf den neuesten Stand gebracht hätte. Fazit: Der Antrag hält sehr viele Allgemeinplätze, Veraltetes, Erledigtes. Und da sind wir mit den Landwirtinnen und Landwirten sowie den landwirtschaftlichen Verbänden schon sehr viel weiter. Und von dort kommen die Ideen, die wir brauchen und gerne fördern, und nicht immer nur Gejammer und Vergangenheitsbewältigung.
Vielen Dank, Frau Kollegin Mittag. Nächster Redner ist der Kollege Peter Faeser, AfD-Fraktion.